Klimatisch liegt das Two Seasons im Salzburger Volksgarten zwischen Nordpol und Südseestrand. Im Winter feuern die Besucher in der Eisarena die Bullen an, im Sommer tummeln sich auf der anderen Seite die Sonnenanbeter im Volksgartenbad. Christian Rauchecker führt das Two Seasons seit bald 30 Jahren. Zuerst einmal sind wir dann im Haus selbst einmal durchgegangen, haben uns Geräte angeschaut, was ist da los, wie alt sind die schon und so weiter. Wir sind aber dann alleine nicht wirklich weitergekommen, haben es dann erkundigt und sind draufgekommen, dass es da eine super Energieberatung bei der Salzburger AG gibt. Wie in jedem Gastronomiebetrieb ist im Two Seasons neben Pacht, Personal und Lebensmitteln auch Energie ein wesentlicher Kostenfaktor. Energie sparen und damit Kosten senken war auch der Plan. Von den Geräten her sind wir draufgekommen, dass wir doch einige Geräte haben, speziell im Kühlbereich, die durchaus nicht mehr den heutigen Stand der Technik im Bereich der Sparsamkeit, Energieverbrauch und so weiter darstellen. Das heißt, wir haben diese Geräte ausgetauscht mit der Zeit jetzt, natürlich nicht von heute auf morgen. Man muss ja doch schauen, dass man passende Geräte und ob das wirklich so ist, jedes einzelne Gerät. Nach einer eingehenden Überprüfung der Salzburger AG war klar, dass übermäßig viel Energie für die Heizung und die Kühlung, die großen Kühlgeräte und die vielen Elektrogeräte aufging. In der Folge tauschte man den fast 30 Jahre alten Gasheizkessel und einige ineffiziente Kühlgeräte aus. Außerdem wurde die Beleuchtung im gesamten Haus auf LED umgestellt. Nach all diesen Maßnahmen freut man sich derzeit über rund 10% Einsparung bei den Energiekosten. Es hat eigentlich von Anfang an bis zum Schluss alles genauso funktioniert, wie wir es erhofft haben. Vielleicht sogar teilweise noch besser. Ich habe zuerst geglaubt, man kommt einfach, wer sagt, naja, schaut euch einmal das oder das an. Aber es ist wirklich auf die einzelnen Punkte eingegangen, ist ja durchgegangen worden. Jetzt in Energieeffizienzmaßnahmen zu investieren, zahlt sich auf jeden Fall aus. Alle Informationen diesbezüglich bekommen Sie natürlich auch bei der Salzburger AG.